Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Er verstarb am Montag im Alter von 86 Jahren, wie ein Sprecher des Ex-Regierungschefs am Vormittag mitteilte. Berlusconi, der an Leukämie erkrankt war, war erst am Freitag erneut in das San Raffaele-Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Laut italienischen Medienberichten hatten die Behandlungen seiner Blutkrebserkrankung zuletzt allerdings keine Wirkung mehr gezeigt. Berlusconi hatte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen geprägt. Nicht nur als Regierungs- und Parteichef, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er dreimal Ministerpräsident. Berlusconi spaltete das Land seit Jahrzehnten in Befürworter und Gegner. Im vergangenen September wurde er bei den Parlamentswahlen erneut in den Senat gewählt. Seine konservative Partei Forza Italia koaliert aktuell mit der Regierung der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.